hier an einer Stelle zusammengefasst, die Enkelin-Effekte durch Hitzestress, das sind die neuesten Erkenntnisse, die also da aus Florida publiziert wurden. Und ich mag diese Grafik, weil es halt wirklich zeigt, da sind wir zusammengefasst, welche Effekte das Ganze hat. Also hier nochmal die Kuh selber, die ich in der Trockenstehphase kühle, weil ich damit also denn die Trockenmasseaufnahme sie oben halten kann, dann tatsächlich also die Trächtigkeitsdauer hinauszögern kann, dass es also aufs Kalb wächst, dass es nicht zu so leicht auf die Welt kommt, dass ich die Plazenta, eine gesunde Plazenta habe, wo die Wirkstoffe von der Mutter aufs Tier wirklich übergehen. Also jetzt die Mikronährstoffe. Wir wissen letztlich, dass die Immunglobuline zu groß sind, um durchzugehen und trotzdem Immunfunktion aufrechtzuerhalten. Das heißt also auch, dass diese Stoffe ins Kalb übergehen, was also diese Kleinstnährstoffe übergehen, aber tatsächlich auch die Entwicklung diese Milchdrüse des Euters schon vor der Kalbung eigentlich eine entscheidende Faktor oder eine Rolle einnimmt. Und natürlich selber, wenn die Mutter gekühlt wurde, dann selber wissen wir letztendlich, dass die einfach mehr Milch gibt, bessere Milch und auch vom Stoffwechsel resistenter ist und. Und es gibt Hochrechnungen, die einfach sagen, dadurch, dass tatsächlich also Kühe nicht gekühlt werden oder Hitzestress entsteht per se, haben wir einen Schaden alleine in den USA von jedes Jahr über 800 Millionen Dollar. Das ist also ein Riesenfaktor. In Amerika, ich weiß, die Stromkosten sind deutlich günstiger als bei uns und durch die Stromerhöhung jetzt nochmal deutlich, nochmal bei uns auch teurer geworden. Keine Frage, aber in Amerika ist das Ganze eigentlich, da weiß jeder Landwirt, pass auf, hier ab 12, 13 Grad wird bei uns läuft der Ventilator und da werden Kühe gekühlt und egal, wo die Kühe stehen und da wird gekühlt und. Ne? Und wenn man sich das anschaut, jetzt wieder zurück zur Grafik, diese Effekte, die F1-Generation, wo die Loras Florida jetzt schon in der dritten Laktation sind. Das heißt also, dieses Kalb, was damals ungeboren war, ne, gestresst wurde oder nicht, die konnten jetzt schon drei Generationen lang, also drei Kalbungen, also drei, tatsächlich dreimal gekalbt und immer wieder was so, jede Laktation, so muss man es lesen, ist tatsächlich so, dass die Milchleistung, also von Laktation der Unterschied größer wurde, ne, also schlechter wurde. Und auch die zwei F2-Generationen, das heißt, dieses Kalb selber hat dann selber dann sie auch wieder in Calving geboren. Und auch hier setzt sich der Trend fort. Das heißt also auch bei dieser Enkeltochter, wenn ich so will, ist es tatsächlich so, die ersten zwei Laktationen, die Studie geht weiter. Deshalb finde ich die Studie eigentlich so interessant. Auch hier ist über Generationen, da geht jetzt tatsächlich die 2 Jahre und dann nochmal 2 Jahre. Das heißt, wir reden hier von 5, 6 Jahren, der Effekt, der so lebenslang anhält. Das heißt, einmal geschädigt, keine Kompensation, der Schaden bleibt dabei. Und das ist fast ein bisschen erschreckend, wenn man sich das anschaut. Also langfristige Erfolge oder ja, Misserfolge, muss man sagen, oder umgekehrt, ja positiv gedacht. Das heißt, hier bei den Transitkühen Augen auf, wirklich kühlen, was das Zeug hält, denen was Gutes tun und das ist ganz entscheidend. Wenn du meine spannendsten Excel-Tools für Milcherzeuger kostenlos testen möchtest, klicke oben rechts und trage deine E-Mail ein. Unten rechts erfährst du mehr über meine neue Milchviehberatung und unten links siehst du noch mehr Videos für Milcherzeuger. Bis dann, dein Rainer Möller.